Sie ist die längste und gefährlichste Rennstrecke der Welt. Legendär, angsteinflößend, unbarmherzig. Die Nordschleife des Nürburgrings. Wer hier fahren möchte, muss sich warm anziehen und lange trainieren. Ein weiter Weg ist es bis zu einem Rennen auf der Nordschleife. Doch Sie wollen es wissen. Sven Hannawald, der ehemalige Skispringer. Cindy Allemann, Rennfahrerin und Instruktorin. Und zwei motorsportverrückte Nürburgring-Fans, die nur einen Wunsch haben, sich in einen Rennwagen setzen und mit dabei sein. Zu denen gehören, die wenigstens einmal auf der Nordschleife gestartet sind. Mut gehört dazu und natürlich das richtige Auto. Sie wollen es in diesem Jahr schaffen. Drei Männer und eine Frau, die sie begleitet und schult. Auf der härtesten Rennstrecke der Welt. Ziel: grüne Hölle. Thorsten Drewes und Mario Hirsch sind echte Kerle. Ihr Lieblingshobby: Motorsport. Mikrofon, Tick 1, 2. Ihre Schule: die Driving Academy von AMG. Hier werden Rennfahrer gemacht. Gemeinsam mit Instruktorin Cindy Allemann fassen sie den Entschluss, beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring zu starten. Sven Hannawald, Rekordskispringer und Motorsportler, ist genauso begeistert von der grünen Hölle. Das ist unbeschreiblich. Ich habe sowas nie erlebt. Da ist ja noch einer. Ja, ja. Gemeinsam fährt man zum Nürburgring. Mit VIP-Tickets besuchen die Jungs das 24-Stunden-Rennen 2012. Diesmal noch als Zuschauer erleben sie die Rennaction, die so nur die grüne Hölle bietet. Spannung bis zur Zielflagge. Sieg und Niederlage, Jubel und Tränen. Und ein Traum, der jetzt noch viel intensiver wird. Ich denke, wenn wir zusammen gut arbeiten, als Resultat hier zu sein in einem Jahr, wäre einfach wow. Cindy Allemann, Instruktorin, Profi-Rennfahrerin. 27 Jahre jung und Schweizerin, französische Schweiz. Erfolge in der Formel Renault, der Formel 3 und in verschiedenen Tourenwagenserien, zuletzt in Japan. Heute unterrichtet sie Frauen und Männer in Sachen Motorsport. Cindy Allemann ist Instruktorin in der AMG Driving Academy, der Schule für alle Motorsportfans. Ende August 2012, der Lausitzring und das sogenannte Warm-up im Masters-Level. Der Fokus beim Warm-up ist natürlich dann, das Fahrzeug richtig kennenzulernen auf einer Rennstrecke. Hier werden zuerst verschiedene Übungen gefahren, wie zum Beispiel Schaltübungen. Wie bremst man optimal? Wie fährt man an mit dem Fahrzeug? Das Fahrzeug ist ein fast 600 PS starker SLS AMG GT3. Ein Auto, mit dem die Teilnehmer der Academy zu richtigen Rennfahrern werden. Durch die Experience hat man natürlich noch mehr, ist man noch mehr angestochen und sagt, hey, jetzt will ich aber wirklich mal selber fahren. Und heute ist der Tag da und freue ich mich riesig drauf, klar. Thorsten Drewes ist der Erste, der das alles genießen darf. Zunächst nur als Co-Pilot, doch noch heute wird er selbst am Lenkrad sitzen. Ein weiterer, wichtiger Schritt für ihn auf dem Weg zur Ausbildung als Rennfahrer. Ja klar, also es ist ganz wichtig für seine Rennkarriere, oder? Weil jetzt er hat viel mehr Verantwortung und ja, also ich werde erzählen erst die Linie, die Regenlinie, das ist sehr wichtig, die Bremspunkte und dann immer ein bisschen alle diese Punkte immer ein bisschen schneller fahren, bis dann wir kommen Ende des Tages vielleicht ein bisschen mehr an der Grenze, ja. Rennfahrer werden und am 24-Stunden-Rennen teilnehmen. Eine Idee, die zum Vorhaben wurde. Ein Ziel, das zur Challenge wird. Mario Hirsch und Thorsten Drewes, zwei Motorsportverrückte, die sich ihren Traum erfüllen wollen. Ein Autohausbesitzer und ein Flugzeugtester, ein Bayer und ein Nordlicht. Cindy Allemann soll die beiden dorthin bringen, mit ihrer Erfahrung als Rennfahrerin und dem coolen Flügeltür-SLS von AMG.
Ja, ist schon ein anderer Schnack, wenn ein Rennfahrer im Auto sitzt und pilotiert. Da merkt man schon, ja, die fahren noch wieder an das Auto. Aber ist cool, wir können uns natürlich was abgucken und kriegt man mal ein Gefühl für die Kräfte, die da entstehen. Und jetzt gucken wir mal, wie wir das dann auch hinkriegen. Nach Thorsten ist jetzt Mario an der Reihe. Auch er darf ein paar Rennrunden neben Instruktorin Cindy genießen. Also, wenn ich dich mal zum Essen einlade, dann lasse ich dich. Erst zeigt ihm Fahrlehrerin Cindy, wie man am besten über den Lausitzring fährt. Und später am Tag darf er dann auch selbst fahren. Mario! Für Motorsportfan Mario ist das ein ganz besonderer Moment. In einem solchen Rennwagen sitzt er am liebsten und ist entsprechend aufgeregt. Ziemlich aufgeregt, weil man weiß ja gar nicht so genau, wie das Ganze jetzt abläuft. Man sitzt mit dem Auto ohne Führungsfahrzeug und am Ende des Tages sagt man, man ist da wirklich jetzt vertraut und es funktioniert dann schon halbwegs gut. Das ist keine Sonntagsfahrt, sondern das sind schnelle Rennrunden, bei denen den Teilnehmern der Driving Academy gezeigt wird, wie man sich auf der Rennstrecke verhalten soll. Wo die Bremspunkte liegen, wo man am besten beschleunigt und wie man wann schaltet. Zwei, drei Runden, dann ist die rasante Fahrt mit Instruktorin Cindy leider auch schon wieder zu Ende. Das ist ja echt der Hammer. Das ist ja absolut fabelhaft. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn man, ja gut, man ist selber jetzt schon mal gefahren mit dem Auto, aber man rutscht ja noch nicht so mit dem Auto. Und dann richtig so am Limit, wenn das Fahrzeug dann so das Arbeiten beginnt, das ist phänomenal. Und es ist echt schwierig, weil es ist ja eine Kraftanstrengung in dem Auto, mit dem Bremsen und so weiter. Und dann, wenn man aber die Cindy anguckt, wie zierlich die eigentlich ist, aber dann, das ist unglaublich, wie fit die ist. Das ist der Oberhammer. Gleich in der Sport1-Reportage Thorsten und Mario bei der Führerscheinprüfung und Sven Hannawald zu Besuch an der Nordschleife. So, meine Damen, meine Herren, jetzt kommt die theoretische Prüfung. Jetzt haben wir sehr, sehr viel gehört über Rennsportveranstaltungen und über die Verhaltensweisen. Und jetzt gibt es natürlich die theoretische Prüfung. Da wünsche ich euch jetzt viel, viel Glück. Bitte nicht abschreiben, ganz klar. Und ich teile euch mal gleich die Bögen aus. Und da würde ich euch bitten, einfach mal die Fragen durchzugehen, auszufüllen. Gleich zu Beginn, ja. Genau, wir haben 30 Minuten Zeit für das Ganze. Bitte schön. Mario Hirsch und Thorsten Drewes bei der schriftlichen Prüfung zur Fahrerlizenz. Wer die nicht hat, darf später auch nicht an Rennsportveranstaltungen teilnehmen. Klar, was ist mit dem da? Muss ja mal fertig werden. Die Führerscheinprüfung für Rennfahrer quasi. Ja, ich finde, dass unsere Fahrer eine gute Chance haben, nächstes Jahr beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring teilzunehmen. Natürlich ist es noch ein langer Weg, aber ja, mit dem Training, das wir hier in unserer AMG Driving Academy bieten, denke ich, haben wir beste Voraussetzungen, dass sie das schaffen werden. Der Nürburgring, August 2012 und ein ganz besonderes Langstreckenrennen über die Nordschleife. Das 6-Stunden-Rennen, der wichtigste VLN-Lauf der Saison. Es ist kurz vor dem Start und dann herrscht hier immer eine ganz besondere Atmosphäre. Die Fans dürfen jetzt mit in die Boxengasse. Ganz direkt und hautnah dabei sein. Den Fahrern und Teams bei ihren Vorbereitungen zum Rennen zuschauen. Also 6-Stunden-Rennen ist natürlich noch mal ein bisschen eine andere Distanz. Es ist ein Viertel vom 24-Stunden-Rennen. Und wenn man sieht, was zum Schluss raus immer noch passieren kann, umso wichtiger ist es eben, fehlerfrei durchzukommen. Der SLS von Thomas Jäger startet beim Saisonhöhepunkt der VLN-Langstreckenmeisterschaft von Platz 1. Das zweite Auto seines Teams von der 10. Ziel ist natürlich aufs Podium mit unserem 7er Auto und natürlich mit dem zweiten Top 6, Top 7 irgendwo vorne reinfahren. Der Start zum 6-Stunden-Rennen auf der Nordschleife. Etwa 170 Piloten aus ganz Europa kämpfen hier um den wichtigsten Sieg in der VLN.
Nur einmal im Jahr wird das Nordschleifenrennen über die Länge von 6 Stunden gefahren. Zu den Top-Favoriten gehören die Audi R8 LMS Ultra, BMW Z4 GT3, Porsche 911 GT3 R, aber auch ein McLaren MP4 und natürlich die SLS AMG GT3. Der Ritt durch die grüne Hölle. Vorne immer noch der schnelle Flügeltürer mit der Nummer 7. Und der Blick direkt hinein ins Cockpit. Ein langes Rennen, ein hartes Rennen, mit Boxenstopps und Fahrerwechseln. Jeder Ablauf ist unzählige Male geprobt worden. Jeder Mechaniker weiß genau, was er wann zu tun hat. Reifenwechsel, nachtanken, das Auto checken, notfalls reparieren und säubern. Und das alles möglichst schnell und fehlerfrei. Nach jedem Reifenwechsel werden sofort Temperatur und Luftdruck gemessen und die Daten später analysiert. Ein reibungsloser Boxenstopp und einer von vielen. Die Boxenstopps werden daheim geübt. Im Trockenen heißt es bei uns so schön, es wird ein paar Mal wiederholt, je nachdem, wie intensiv das sein muss. Jetzt auf der Nordschleife, das geht eigentlich ganz gut, wenn man doch einigermaßen Zeit hat. Aber die Tankvorgänge, die Wechselvorgänge vom Reifen, das sind so die normalen gängigen Sachen. Aber es kann auch bremsig mal gewechselt werden, wenn die Verschleißwerte zu groß sind, gerade beim 24-Stunden-Rennen. Auch das muss geübt werden, das ist ein bisschen heikle Angelegenheit wegen den hohen Temperaturen. Aber das sind die Sachen, die halt während der 200 Minuten Standzeit passieren. Der Lausitzring. Hier geht es beim Warm-up in der Driving Academy gerade um das Thema Reifen. Teilnehmer Thorsten Drewes und Tipps von Cindy Allemann. Die Reifen, super wichtige Element von dem Auto, oder? Es ist wirklich der einzige Element, wo hat einen Kontakt mit dem Auto und der Straße, oder? So, wichtig ist, dass du immer gute Reifen drauf hast, mit gutem Luftdruck, weil wenn du hast zu viel Luftdruck, es rutscht zu viel, oder? Und so komische Verhalten von das Auto. Und eben diese Slick-Reifen, sie sind so Medium 8. Wenn du spürst, so, es ist schon 8, oder? Das heißt, das ist ein Medium 8-Reifen. Es gibt weichere Reifen, es gibt echtere Reifen, oder? Deshalb sage ich, es ist in der Mitte. Dann haben wir auch die Regenreifen. Du kannst sehen, es gibt diese Linie, das ist um das Wasser zu verträgen, oder? So, es gibt verschiedene Profile, Profiltiefen. Und das ist sehr wichtig, weil das Problem ist, wenn du hast nicht ein richtiges Profil und es gibt viel Wasser auf der Strecke, machst du dann Aquaplaning. Okay. Deshalb ist es ganz gut verrechnet, dass du hast genug Profil, wenn du fährst, dass das Wasser geht wirklich weg. Für den Erfolg auf der Rennstrecke sind die richtigen Reifen von enormer Wichtigkeit. Hier kommt es auf einen professionellen und erfahrenen technischen Partner im Motorsport an. Das kann echt schräg sein, oder? So, deshalb bist du das wirklich, ja. Sicher, der Fahrer oder das ganze Team braucht gute Reifen. Und Dunlop, die brauchen guten Feedback und einen besseren Reifen noch zum Entwickeln. Es ist immer ein Gewinn-Gewinn, oder? Und diese Beziehung ist ganz, ganz wichtig, weil ohne gute Reifen oder ohne ein gutes Team oder ein gutes Fahrer bekommst du nie einen Sieg. Und am Schluss, wir sind immer da zum Gewinnen. Ein Reifen ist rennentscheidend und wird immer weiter entwickelt. Jedes Jahr gibt es eine neue Mischung, in die die Erfahrung der letzten Saison mit einfließt. Das Fahrzeug wird weiterentwickelt, dementsprechend wird auch der Reifen immer weiterentwickelt. Das ist eigentlich ein Kreislauf, der niemals endet. Es gibt immer wieder neue Erkenntnisse, es gibt neue Materialien, die man entdeckt. Eben im Fahrzeugbereich, aber auch halt im Reifenbereich. Und das kommt dann irgendwann wieder zusammen und dementsprechend entsteht der Kreislauf. Das 6-Stunden-Rennen auf der Nordschleife und einer, der sich das einmal auch aus Sicht der Fans anschauen möchte. Sven Hannawald, der ehemalige Skispringer und heutige Rennfahrer.
Geschwindigkeit gerade an der Stelle hier am Flugplatz sieht, mit der Enge von den Leitplanken, ist es natürlich atemberaubend. Ne? Und das ist natürlich aber auch wieder das, wo der Reiz herkommt, weil es dann doch gefährlich ist. Aber irgendwo sucht man dann trotzdem den Weg. Sachen zu tun, dass ich halt wirklich weiß, wenn ich Bilder sehe, dass ich weiß, wo ich mich befinde. Und solange das jetzt nicht so gegeben ist, dann bin ich da auch noch nicht sicher auf der Strecke. 700 Kilometer entfernt auf dem Lausitzring. Die Prüfungsergebnisse sind da. Ja, Bestandteil unseres Warm-ups war ja auch der DMSB A-Lizenz-Lehrgang und das ist ja auch der Einstieg jetzt in den Motorsport und ich darf euch beglückwünschen, ihr habt beide den Theorie- und den praktischen Teil bestanden und ihr bekommt jetzt von eurer Instruktorin, von der Cindy, das Zertifikat und mit dem Zertifikat könnt ihr dann beim DMSB die Lizenz beantragen, ja und dann wird's ernst, dann könnt ihr richtig loslegen und dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, an dich, Thorsten. Dankeschön. Die Lizenz. Gratulation, die vielen Lizenz. Vielen Dank. Und das Cindy. Dankeschön. Geschafft. Vielen Dank. Und Mari, auch dir herzlichen Glückwunsch. Danke. Viel Erfolg. Ja, ja. Freut mich. Auf den Rennstrecken. Dankeschön. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Prüfung. Ich wünsche euch allzeit gute Fahrt und wir sehen uns spätestens beim Training. Es gibt ja auf der Rennstrecke genauso Regeln. Es gibt ja die verschiedenen Flaggen und die Durchfahrtsgeschwindigkeit in der Box und die ganzen Regeln. Und die muss man genauso lernen, weil sonst hat man überhaupt keinen Plan. Wenn der irgendeiner vorne schwenkt, dann weiß man ja nicht, was der meint. Und so hat man zumindest eine Ahnung davon, was der da macht mit der Flagge. Soweit ich es verstanden habe, ist das halt der Teil A. Und basierend auf dem, wie du dich dann weiterentwickelst, kannst du andere Lizenzen dann noch beantragen. Aber das ist dann die Zukunft. Die Zukunft wird zeigen, ob auch Sven Hannawald einmal auf der Nordschleife starten wird. Die Lust ist jedenfalls da. Mein Grand Prix-Kurs würde ich sowieso sofort auf Handschlag sofort losfahren. Nordschleife habe ich jetzt erst kurz mal gesehen, wo es da überall lang geht. Also Rennen ist es da, glaube ich, für mich noch zu früh. Aber wie gesagt, ich trainiere dafür, dass ich dann so schnell wie möglich irgendwann mal hier selber am Lenkrad drehen kann. Der Ex-Skispringer auf dem Weg in die Boxengasse. Hier schaut er beim immer noch führenden Team vorbei. Ja, darfst du mal? Wir haben jetzt 15, das heißt, wenn der Jan jetzt reinkommt, hat er 16. Ja. Wenn dann der, wenn es der Thomas schafft, 17 zu fahren, das wäre zu wenig, er muss 18 fahren. Ja, was ich gehört habe, viele Autos auf der Strecke stehen. Also es lichtet sich ziemlich schnell jetzt, deswegen hast du auch ein weniger. Ach, weil viele Ausfälle, okay. Hast du jetzt momentan. Ja, Thomas, sein Auto ist jetzt gerade von, das andere Auto ist auf 7 Grad, also scheint gut zu laufen. Ja, wahrscheinlich hofft man auch da, dass man einfach nur durchkommt. Thomas war ja beim 24-Stunden-Rennen das Auto auch schon auf einem guten Weg. Ist er dann leider ausgefallen, deswegen hoffe ich natürlich heute mal, dass ich jetzt kein Unglücksbringer bin, sondern diesmal der Glücksbringer und sie vielleicht eventuell die Position, die sie jetzt gerade haben, auch am Ende haben. Ein Fahrerwechsel steht an. Michael Zehe vor seinem Einsatz auf der Nordschleife. Sein Wagen mit der Nummer 6 ist momentan 10. Ein wenig Stretching noch, gleich geht es los. Auch Roland Rehfeld darf später ran und freut sich auf seinen Einsatz beim insgesamt 6 Stunden langen Rennen. Also auch die 6 Stunden werden wie ein Sprint angegangen. Ich meine, sieht die Zeiten, wo wir da mittlerweile liegen. Schlafen gilt nicht. Aber du hast halt im Kopf, dass es 2 Stunden länger geht. Und da heißt es halt einfach durchfahren und im Zweifel halt dann doch mal eher lupfen, als dass man voll reinhält. Sven Hannawald live im Fernsehen. Der Rekordskispringer, der immer noch einziger Sportler ist, der alle 4 Springen bei einer 4-Schanzentournee gewonnen hat, ist den Rummel um seine Person gewohnt. Er gibt immer gerne Autogramme oder Interviews. Wäre dem so? Wäre das eine Option für dich? Also ich möchte auf jeden Fall mal hier Rennen fahren, bei welcher Serie es ist, ob es VLN ist, ob es mal irgendwann ein 24-Stunden-Rennen ist. Das weiß ich noch nicht. Draußen vor der Box kommt der SLS AMG GT3 mit der Nummer 6 zum Stopp. Sven Hannawald schaut sich das alles ganz genau an. Sein Kumpel Thomas Jäger ist beim nächsten Boxenstopp dran. Dann, wenn der Führungswagen mit der Nummer 7 reinkommt. Ist der jetzt absichtlich so reingefahren oder ist das einfach, weil davon was war? Nee, normal. Ich stehe mit der Tafel da, dass du genau im rechten Winkel auf die Tafel drauf fährst. Okay. Die platzieren das von mir. Also du siehst dann, wie die Tafel steht, so musst du hinfahren, oder? Ja. Kaum ist der eine SLS AMG GT3 wieder auf der Strecke, kommt der andere in die Box gefahren.
Immer noch in Führung liegend ist ein perfekter Boxenstopp extrem wichtig. Thomas Jäger wechselt jetzt mit Jan Seifer. Auch so ein Fahrerwechsel wird immer wieder geübt. Handgriffe, Bewegungen und Aufgaben, die im Rennen dann fast automatisch ablaufen. Während der Fahrer angeschnallt und alles auf ihn eingestellt wird, werden die Reifen gewechselt, die Scheiben geputzt. Das Lenkrad muss auf den neuen Fahrer eingestellt werden. Es wird noch einmal alles festgezurrt und wenn der Wagen dann vollgetankt ist, geht es schon wieder zurück auf die Rennstrecke. Aus der Sicht des Fahrers sieht das dann so aus und hört sich so an. Unser SLS läuft momentan prima. Wie gesagt, wir hoffen, dass wir unsere Führung verteidigen können. Gut, oder? Ha? Ja, war gut. War ja, war, hat gut gepasst. Ja. Du schwitzt ja gar nicht. Hat der Klima an, oder was? Nee, die Klima habe ich aus, aber die Lüftung mit dem Auto ist ja so super. Ist gut, da hast, oder? Ja, da hast du kein Thema damit. Und ich meine, du bist hier trainiert. Von ja, aber ich bin irgendwie anders trainiert. Ich weiß nicht. Also ich schwitze nämlich extrem schnell. Echt? Ja, ja. Ja. Mir ist, ich schwitze fast gar nicht. Scheint mir zugute zu kommen, ja. Ja. Nee, aber es ist auch so einfach zu fahren eigentlich. Heute, weil es so gut ist. Ja, und auch wenn du von weg fährst, dann hast du immer ein bisschen Polster, da weißt du, okay, ja. Ja. Hinten, mir sitzt keiner im Nacken, ich muss nicht so pushen, ja. Dann fährst du auf 90%, schonst alles ein bisschen und dich selber natürlich auch. Ja. Von daher, das geht schon. In der zweiten Runde war, da warst du schon weg und dann kam aber schon die erste Runde und dann waren sie wieder dran. Genau. Das ist das Problem. Also, wir hatten eine Gelbphase gleich am Anfang. Okay. Ich war ja schon irgendwo so 5 Sekunden. Ja, ja. Ja. Und der Gelbphase, da warst du direkt wieder hinten dran. Und dann habe ich mich wieder ein bisschen wegschleichen können. Aber das ist immer ein Kommen und Gehen. Ja, das ist halt, ja. Das ist ganz, ganz schwierig. Ja. Von mir persönlich wäre ich gerne noch sitzen geblieben im Auto. Aber ich will die anderen natürlich auch ein bisschen fahren lassen. Der Thomas ist gerade drin. Hey, der darf jetzt auch ein bisschen Spaß haben. Und nachher der Alex nochmal. Und darf jeder mal in die Reihe kommen. Es sind nur noch ein paar Runden beim 6-Stunden-Rennen. Alles kann noch passieren. Vor allem die Reifen müssen jetzt zeigen, wie belastbar sie sind. Bei Rowe Racing fährt man mit Dunlop-Reifen. Man setzt auf die jetzt schon 125-jährige Motorsport-Erfahrung des Reifenherstellers. Ein Lenkuntersteuer. Ja, ja, ja. Also als eine resultiert das Lenkrad. Genau. Kriegt dann von Grip und dann kriegt der andere in den anderen Weg zu gehen. Aber sonst war es gut. Hat gepasst. Ich meine, sonst hätten wir nicht davon fahren können. Okay? Alles super. Klar. Super. Die Reifen, die sind ein ganz, ganz wichtiges Thema. Jeder experimentiert da natürlich rum und wir mit unserem Partner, mit Dunlop, sind da bestens aussortiert. Das heißt also, wir haben genau für die Bedingungen jeweils die Reifenmischung und deswegen können wir auch nur diese Pace gehen, diese Rundenzeiten auch fahren und uns davon aufhalten, wo wir im Moment sind. Anders wäre das gar nicht möglich. Das heißt also, da muss wirklich jedes Zahnrad ineinander greifen. Gleich bei Sport 1. Thorsten und Mario dürfen endlich selbst fahren und der Endspurt beim 6-Stunden-Rennen auf der Nordschleife. Das wäre natürlich ein toller Erfolg. Das wäre der erste Sieg für den SLS AMG GT3 im 6-Stunden-Rennen. Der Lausitzring bei Dresden und die zweite Stufe des Master Levels in der Driving Academy von AMG. Jetzt ist endlich der Moment gekommen. Thorsten Drewes und Mario Hirsch dürfen selbst fahren. Lange wurden die beiden in Theorie und Praxis darauf vorbereitet. Lange haben sie davon geträumt. Ich fahre jetzt das erste Mal ohne ein Führungsfahrzeug auf der Strecke. Das heißt, man muss die Linie selber finden. Ich habe zwar die Cindy bei mir im Auto, die wird mir das schon einmal so genau erklären, weil man dann wirklich auch Angst hat, dass man irgendwas kaputt macht. Weil das ist ja nicht im Sinne des Erfinders, wenn ich rausfahre und schlage gleich mal irgendwo ein. Man erwartet natürlich, dass man was lernt dabei. Alles okay? Und da kann man die Pedale noch verstellen, gell? Ja, genau. Nach vorne oder nach hinten? Genau. Die sind am besten für die Pedale. Na, passt. Ja, okay. Okay. Und das Lenkrad, glaube ich, kann man auch noch verstellen, gell? So. Weißt du wie?
Die letzten Tipps von Instruktorin Cindy. Jetzt ist der Augenblick da, auf den Mario so lange hingearbeitet hat. Gleich geht es für den 38-jährigen Autohausbesitzer raus auf die Rennstrecke. Im fast 600 PS starken Superflitzer. Respekt, Anspannung, Aufregung. Über im Helm eingebaute Kopfhörer und Mikrofone erteilt Instruktorin und Rennfahrerin Cindy Allemann Anweisungen und Tipps für den Fahrer neben ihr. Da musst du aufpassen, es gibt einen Curb, aber es ist zu aggressiv. So hier, lieber ein bisschen weg von dem Curb. Und jetzt gehst du einfach gerade neben dem Curb und dann kannst du wieder rein für die nächste linke Kurve. Sie sagt mir ja über Funk, wo eigentlich die idealere Linie jetzt wäre. Und dann versucht man, die einzuhalten und dann wird man ja automatisch schneller. Weil sie kennt sich ja aus, sie weiß, wo man hinfahren muss. Sie ist ja Profi und sie vermittelt einem das gut und dann funktioniert das relativ. Ja, hier musst du nicht zu lange auf die rechte Seite bleiben. Gehst schon früher rein in die Kurve, weil sonst hast du keinen Grip mehr. Also wirklich rein früher in die Kurve und es geht viel einfacher. Hast du einen viel besseren Grip da. Und jetzt kannst du wieder beschleunigen. Genau, rufen dein Lenkrad. Genau, perfekt. Thorsten Drewes ist als Nächster dran. Ich bin echt ganz entspannt. Und du sagst mir auch, ey, das war zu früh, das war zu spät. Du musst langsam anfangen und dich entwickeln, weißt du? Auch für den 41-jährigen Flugzeugtester geht jetzt ein großer Wunsch in Erfüllung. Selbst einen Rennwagen steuern und damit dem Ziel Nordschleife wieder einen großen Schritt entgegenkommen. Und dann bist du ein bisschen auf die falsche Linie, also wieder ein bisschen mehr auf die rechte Spur, dass du bist besser vorbereitet für die nächste Kurve. Ja, das ist schon toll, keine Frage. Diese Gewalt von diesem Auto, die direkte Bedienung, das ist einfach pures Autofahren, das ist geil. Sie sagt kurze, klare Kommandos, die werden umgesetzt und das hat richtig Sinn. Und je länger wir gefahren sind, desto weniger Kommentare kamen. Scheint zu funktionieren. Und wenn das Auto langsamer ist, dann kannst du rein in die Kurve, kannst du dann ein bisschen auf den Körper gehen, genau innen, ja. Und dann wirklich öffne dein Lenkrad wieder und lass das Auto auf die Außenseite gehen. Also wirklich bin auf die ganze Strecke da. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich gucke nicht auf die Geschwindigkeit. Ich gucke mehr auf die Strecke und gucke, dass ich natürlich so lange beschleunige, wie ich es glaube, es geht. Aber wie schnell ich dann bin, der Weitblick fehlt mir ganz ehrlich gesagt noch, um diese ganzen Instrumente dann auch richtig im Auge zu haben und auf Schlag auch genau die richtige Information von den Displays abzugreifen, die ich haben muss. Und ich glaube, das ist einer der Schritte, die wir noch erreichen müssen, dass der Weitblick halt auch dafür da ist, zu jeder Situation alle Daten auch abzugreifen. Ja, also sie sind schon gut und sie haben keine Angst, das ist schon sehr wichtig am Anfang. Aber dann eben für die letzte Zente. Es ist immer die schwierigste zu finden. Und schauen wir, wie jetzt die Fortschritte sind. Am Moment geht es wirklich sehr gut, die Fortschritte. Aber ich will nachschauen, wenn sie müssen die letzten zwei Sekunden aufholen, wie es geht. Oder? Aber am Moment bin ich ganz zufrieden. Es gibt noch ein, zwei Sachen, die wir müssen verbessern, sicher. Aber das ist nicht schlecht. Auf dem Nürburgring geht das 6-Stunden-Rennen in seine letzten Kilometer. Die Schlacht an der Spitze wird noch härter. Porsche jagt Audi, jagt SLS AMG GT3. Ganz vorne immer noch der Wagen von Rowe Racing. Jetzt darf nichts mehr passieren. Kein Unfall beim Überholen, keine Konzentrationsfehler. Doch es geht alles gut. Mit einem souveränen Start-Zielsieg und fast einer Minute Vorsprung holt sich das Team den zweiten Gesamtsieg der Saison und schafft es zum vierten Mal in Folge aufs Podium. Thomas Jäger, Jan Seifert und Alexander Roloff dominieren den Saisonhöhepunkt der VLN 2012. Ihr Wagen mit der Glücksnummer 7 hat die grüne Hölle besiegt und sich trotz der starken Konkurrenz durchsetzen können. Die schnellen Flügeltürer gehören längst zu den besten Autos im Starterfeld. Ein erneuter Sieg, bei dem das Team, die Fahrer, das Auto und die Reifen perfekt zusammen harmoniert haben. Ein Sieg auf der Nordschleife. Davon träumt jeder Rennfahrer. Thomas Jäger, Alexander Roloff und Jan Seifert.
sein wollte, sich hier oben selber filmt. Habt euch verliebt, Jungs, von dem SRF. Da sind's, die Trophäen für euch. Applaus für Rover Racing. Sechs-Stunden-Rennen zu gewinnen ist, denke ich, was Besonderes. Highlight hier auf der Nordschleife neben dem 24-Stunden-Rennen. Das Team hat einen tollen Fortschritt gemacht, wenn man das seit letztem Jahr mal betrachtet. Wir hatten schon beim 24-Stunden-Rennen eine sehr gute Performance. Es war damals ein bisschen unbelohnt. Und jetzt hier zu gewinnen ist der erste Sechs-Stunden-Sieg für eine SLS AMG GT3, für mich persönlich auch. Und sowas ist natürlich immer was Besonderes. Ja, super geil. Also die letzten vier Rennen, ich habe gerade mit Jan noch mal gequatscht. Ich glaube, ja, die letzten vier Rennen standen wir auf dem Podium. Unglaublich, zweiter Sieg. Also ich weiß gar nicht, was los ist dieses Jahr. Der Jubel auf dem Podium. Die Krönung nach einem langen, harten Rennen durch die grüne Hölle. Also das ist super, hier oben zu stehen, ganz oben zu stehen. Und dann den Champagner-Geschmack und Duft hier oben zu haben. Es ist halt immer schön, aber gerade jetzt nach einem 6-Stunden-Rennen, nach dem Highlight, ist das natürlich perfekt. Der Lausitzring und die Datenanalyse in der Driving Academy. Per Daten- und Videoaufzeichnung kann die persönliche Fahrtechnik systematisch verbessert werden. Wo hat man zu früh gebremst, wo zu wenig Gas gegeben? Thorsten Drewes und Mario Hirsch erhalten genaues Feedback zu ihren ersten Runden im Rennwagen. Oder spät, kannst ruhig ein bisschen floater schalten, dass die Motorbremse mehr mitbenutzt auch. Reinbremsen, schnell reinfahren. Minimale Geschwindigkeit und wieder ins Gras raus beschleunigen. Nach jedem Training machen wir die Datenanalysierung, weil da siehst du genau, was sie machen mit den Bremsen, was sie machen mit dem Gas und auch dem Lenkrad. Und kannst du dann die verschiedene Geschwindigkeit vergleichen zwischen ich und die zwei Thorsten und Mario. Und da kannst du sehen, ob sie gehen zu schnell in der Kurve oder zu langsam. Weil bei Gefühl nur im Auto sitzen, ist es manchmal schwierig, genau zu sagen. Und mit Data, da sagst du nur die Wahrheit. Die können nicht lügen. Das ist gut. Nach dem langen Trainingstag heißt es für Cindy Allemann einmal mehr, Koffer packen. Also ab in die Umkleidekabine. Nichts vergessen, das ist das Schwierigste, weil wir sind immer 4, 5, 6 in einem kleinen Zimmer zum Umziehen. Und das kommen alle Kleidungen zusammen, alle Helme zusammen. Und das ist sehr persönlich unsere Sache, oder? Und du willst immer zurück nach Hause bringen, alles waschen, alles putzen und dann wieder bereit für nächste Rennen. Ganz, ganz wichtig. Richtig sexy ist Rennfahrerkleidung ja nicht wirklich. Nein, es gibt einfach engere Overall und ein bisschen breitere Overall, oder? Das ist die Hauptsache. Aber eigentlich für mich ist wichtig, dass ich gut geschützt bin, während ich fahre. Und dass im Fall etwas, ein Unfall oder das Auto brennt, dass ich bin gut geschützt. Das ist die wichtigste Sache für mich. Und wenn du schaust, das Material von Overall ist wirklich dick. Und dagegen bist du wirklich geschützt. Es ist gegen Feuer gemacht. Und das ist ganz speziell zum Autofahren. Ja, die einzige Sache ist, eben wenn ich fahre, schaue immer ein bisschen, wie ich aussehe. Ich trage mein Helm, weil es ist immer so ein bisschen kritisch, oder? Weil wir schwitzen viel im Auto, es ist eigentlich sehr, sehr warm. Also im Sommer, wir reichen 55 Grad oder so. Und dann du schwitzt viel und ja. So. Aber am Schluss, du lernst, dass du musst reisen ganz leicht, weil du nimmst Flugzeug und so und du kannst nicht immer drei Gepäck mit dir nehmen. Und das lernst du mit der Zeit ein bisschen leichter zum Reisen. Und schwupps, die private Cindy. Oh nein, das ist cool. Ja, okay. Und die lacht immer so. Fröhlich ist sie eigentlich fast immer. Cool. Natürlich auch zu Hause in der Schweiz, wie hier beim ganz privaten Fotoshooting mit ihrem Freund. Cool, ich habe es. Das ist schön, aber? Oft sehen sich die beiden nicht. Aber wann immer sie gemeinsam Zeit verbringen können, nutzen sie diese schönen Momente zu zweit. Ein verliebtes junges Paar, das sich vor ein paar Jahren kennengelernt hat. Sie ist im Lebensstil und überall eigentlich sehr natürlich. Sie verstellt sich nicht und sie ist auch immer offen. So passt eigentlich perfekt. Und so geht es gleich weiter. Sven Hannawald dreht erste Trainingsrunden im schnellen Flügeltürer. Und sexy shoppen mit Cindy Allemann in Zürich, gleich in der Sport1-Reportage.
Zürich, Schweiz im Herbst und Cindy Allemann mit ihrem Freund Besnik beim Einkaufen. Sobald wir haben ein bisschen Zeit am Samstag frei, kommen wir gerne in Zürich ein bisschen spazieren, Shopping, ein bisschen Zeit zusammen verbringen und einfach das Leben genießen. Das Leben im schönen, beschaulichen Zürich. Die beiden wohnen nur etwa eine halbe Stunde von hier entfernt. Die Wochenenden, an denen Cindy zu Hause ist, sind eher selten. Meistens ist sie an irgendeiner Rennstrecke oder als Instruktorin für die Driving Academy unterwegs. Zu Hause bestaunt man dann natürlich auch schöne Uhren, wie es sich eben für echte Schweizer auch gehört. Ich finde, es ist cool, weil es ist Benzin. Ja, klar, als Schweizer. Wir haben noch gerne, aber das ist immer eine Frage, wie viel Geld du willst ausgeben für so eine Uhr. Das kommt schon sehr, sehr teuer, weil es ist wirklich Qualität von der Schweiz. Und, du musst entscheiden, ob du viel ausgeben oder nicht so viel und mehrere haben. Eine Uhr kauft man sich ja auch nicht jedes Wochenende. Daher geht's jetzt in den Lieblingsklamottenladen. Hier blüht Cindy dann richtig auf. Sexy Kleidung oder eher doch sportlich? Aber Frau weiß, was ihr gefällt. Und Mann natürlich auch. Das ist fast zu kurz, ja? Super Schuh. Ja, für Silvester, für dieses Jahr. Oder? Die sind cool, aber. Du denkst, es ist aber direkt dein Style? Nein, aber Silvester, das muss etwas Spezial sein. Ah ja, klar. Die sind aber schön. Obwohl ich weiß nicht, ob ich kann laufen mit diesem. Bei dieser Größe. Ich muss sagen, er ist sehr nett mit mir. Also er hat nicht so gerne, wenn ich trage High Heel. So, er lässt mich in Ruhe mit meinen flachen Schuhen. Das ist auch praktisch. Und wie immer beim Einkaufen, Frau findet viel mehr, als sie eigentlich sucht. Total. Also ich gehe, ich schaue für eine halbe Stunde, was gefällt mir. Ich komme mit 10, 15 Kleidung in die, zum Probieren. Und dann ist es dauert. Dann ich probiere einmal und dann ich bin noch nicht sicher. Ich probiere ein zweites Mal. Aber er hat viel Geduld, so ich bin glücklich. Wenn ich mitgehe, dann weiß ich schon, ja, es dauert sicher so 20 Minuten, bis ein Kleid gefällt. Und dann, ich bin mir eigentlich fast gewöhnt, in solche Sofas zu sitzen, vor der Kabine. Vor allem, wenn sich der Anblick dann auch lohnt, so wie in diesem Fall. Oh la la, so könnten wir direkt nach Hause gehen, ne? Es ist super. Und es ist auch so super straff. Es ist nicht zu groß, es ist nicht zu klein. Ja, es ist Limit hier an die Schulter, aber ja. Es geht. Oh. Aber es macht ein schönes Kleid. Und es ist immer schön, so schöne Kleid zu haben, weil es ist elegant, sexy, nicht zu viel, nicht zu wenig. Ich finde, es ist wirklich eine gute Kompromisse für Abend, Abendessen oder so. Und weiter geht's mit der Modenschau. Es ist nicht gut. Es ist krass. Unangenehm. Es sieht aber super aus. Ja, es sieht gut aus. Ich bin verrückt. Wieso? Es kratzt wirklich dieses Material. Es ist nicht angenehm. Ah. Wie du fühlst? Also nein, ich fühle nicht, dass es kratzt, aber ich kann es mir vorstellen. Auch er legt immer großen Wert auf sein Äußeres. Sven Hannawald, der, wie auch Mario Hirsch und Thorsten Drewes, das Warm-up der Driving Academy auf dem Lausitzring absolviert. Der ehemalige Skisprungstar und sein erstes Training im SLS AMG GT3. Ich bin heute am Lausitzring, um mich ans Auto zu gewöhnen und natürlich so viel wie möglich Trainingsrunden zu schaffen und natürlich auch mit dem Instruktor da mich da weiterzuentwickeln. Jetzt einfach nur überlegen. Du hast drei Werkzeuge: Gas, Bremse, Lenkung. Ja, Lenkung bleibt konstant, wenn du feuchte Bedingungen hast, um den Reifen nicht zu überziehen. Den Rest modulierst du nur mit dem Gefühl, mit dem Gas und mit der Bremse. Mhm. Ja. Bei zu viel Lenkkorrekturen, wie am Anfang, sorgen dafür, dass das Auto immer aus der Balance gerät. Mhm. Das heißt, hier Konstanz haben und den Rest nur mit wohldosiertem Gas und Bremsen. Da gibt es ja mittlerweile einen sehr, sehr guten Plan fürs nächste Jahr. Und nicht umsonst versuche ich ihm gerade so ein bisschen den Tunnelblick beizubringen, weil rechts, links kommt halt nicht viel auf der Nordschleife. Und das muss er sich dann eben auf so einer Strecke wie hier halt eben aneignen, um dann auf der Nordschleife eben einen richtig guten Rhythmus zu bekommen. Da haben wir dann nochmal 60, 70 Kurven mehr. Alle blind zu fahren, na, das verhält sich dann nochmal ein bisschen anders. Und jetzt geht es erstmal darum, dass er sich an das Auto gewöhnt und das dann eben auch irgendwann mal am Limit fahren kann. Weil dann macht es Sinn, auf die Nordschleife zu gehen, um dann gegebenenfalls eben auch richtig reagieren zu können.
Sven Hannawald und sein Training für das große Ziel 24-Stunden-Rennen. Schon damals als Leistungssportler war er immer sehr ehrgeizig, immer bemüht, sein Bestes zu geben, immer am Ausloten seiner Grenzen. Mit viel Respekt geht er das Projekt 24-Stunden-Rennen an und weiß genau, auf was er sich da einlässt. Doch längst hat Sven Hannawald die Sucht gepackt, die der Motorsport ihm bietet. Längst ist er infiziert und will von seinem heutigen Instruktor Roland Rehlfeld alles ganz genau wissen und dazulernen. Roland an dem heutigen Tag versucht natürlich dann auch immer mit Fahrerwechsel mir zu zeigen, was das Auto in der Lage ist, ja, wo ich dann irgendwie schon die Augen zumache und denke so, oh, fährt der natürlich dann irgendwie noch einen Gang höher und nochmal mit viel mehr Geschwindigkeit durch, ohne dass es ein Problem ist. Ich sehe schon, dass er arbeitet, ja, aber das, was er macht, das ist stabil einfach und fährt stabil durch die Kurve. Das ist dann eben mein Ziel und so macht man dann halt natürlich auch immer wieder Pause, wieder runterkommen, Daten auch mal gucken, dass man die eine oder andere Kurve auch mal speziell anguckt und dann geht es dann wieder rein ins Auto und wird wieder gefahren. Ja, am Ende des Trainings gibt es auch für Sven eine Datenauswertung. Zusammen mit den Instruktoren wird alles genau analysiert. Modellieren, wie du mit dem Gas umgegangen bist. Du bist hier immer zu weit rausgekommen. So hast du jetzt später eingelenkt, ja, und konntest dann hier eine geradere Linie zur nächsten vorbereiten. Das heißt, beim Einlenken hier vom Kopf her solltest du eigentlich schon hier bei dem Punkt sein. Den Peak selbst, den solltest du am Anfang der Bremsung haben. Wie wenn ich jetzt ohne ABS praktisch bremse, ne? Ganz genau. Okay. Genau, anbremsen dort. Bremspunkt ist zu meiner Referenz relativ ähnlich. Ich löse hier zur Kurve hin ein bisschen früher, du siehst es. Ja, ich bin früher vom Bremsdruck runter. Gehe dann ausgangs der Kurve auch noch einmal kurz voll aufs Gas. Da wartest du noch ein bisschen ab. Das ist aber völlig legitim. Ja, weil ich warte immer noch irgendwo in den Körper, aber wenn ich da mal zu schnell sein sollte und dann auf den nassen Körper komme, ist es halt weg. Ne? Ja, den darfst du nicht. Genau. Ich bin dann mit ihm mal meinen Fahrerplatz getauscht, dann bin ich mit ihm 2 Runden gefahren. Dann hat er gemerkt, was halt wirklich mit dem Auto noch so geht. Und danach ist er eingestiegen und hat es gleich besser umgesetzt. Immer noch mit dieser Respektschranke im Kopf. Das war auch gerade sehr lustig, weil wir haben gerade gesagt, gegen Ende der Datenaufzeichnung, du, wenn nachher alles super funktioniert, Ende Startziel möchte ich einen Telemark sehen. Da sieht man gleich einen anderen Gesichtsausdruck, andere Körpersprache, das ist sein Metier. Und hier merkt man, er geht mit wirklich sehr viel Respekt an die Sache, was ich persönlich sehr gut finde. Und versucht es dann einfach von Grund auf zu lernen, selbst wenn er schon 3 oder 4 Jahre Rennerfahrung hat. Plus irgendwann kommt natürlich der Punkt, wo das Auto etwas schneller gefahren, fast noch stabiler ist, eben auch aufgrund der Aerodynamik vom SLS GT3. Und diesen Punkt müssen wir halt noch ausarbeiten, finden. Und diese Schranke muss man behutsam abbauen. Und deswegen arbeiten wir jetzt eben an diesem Tunnelblick. Und so geht es bald weiter. Die VLN-Läufe gehen in ihre heiße Phase. Siege und Niederlagen in der grünen Hölle. Sven, Mario und Thorsten und ihr erstes Rennen auf der Nordschleife. Der Traum, gemeinsam beim 24-Stunden-Rennen zu starten, rückt damit wieder etwas näher. Doch werden es auch alle schaffen? Außerdem Sven Hannawald ganz privat und verliebt in Hund und Freundin. Bald bei Sport 1.